Wir kommen im siebten und letzten Modul in diesem Öffentlichkeitsarbeit-Online-Kurs. Jetzt geht es um die Planung eurer Öffentlichkeitsarbeit. Ein großer Fehler, der gemacht wird, ist, dass eine Initiative immer nur an die nächste Aktion denkt. Also immer nur sehr kurzfristig denkt, was passiert als nächstes in den nächsten ein, zwei Wochen. Stattdessen wollen wir langfristig denken und langfristig planen. Und hier können wir wieder mit einer Metapher aus dem Garten arbeiten. Denn wenn wir an unserem Garten arbeiten, müssen wir auch die verschiedenen Jahreszeiten und Saisons im Hinterkopf behalten. Es gibt einfach Zeiten, wo man eben sät, es gibt Zeiten, wo man düngt, es gibt Zeiten, wo man erntet. Und da muss man eben verschiedene äußere Faktoren, zum Beispiel das Wetter, mit im Hinterkopf behalten. Wenn ich zum Beispiel meine Früchte ernten möchte, muss ich den richtigen Zeitpunkt abpassen. Wenn ich das zu früh mache, dann sind sie noch hart und bitter. Und wenn ich das zu spät mache, sind sie überreif und ich habe eben den Zeitpunkt verpasst. Welche Saisons es genau gibt für euch und euer Thema, das müsst ihr leider selber rausfinden. Das kann ich euch leider nicht sagen. Ich gebe euch aber ein paar Hinweise, woran ihr das ablesen könnt. Ihr könnt zum Beispiel schauen, wann ist bei uns, bei unserer Zielgruppe, bei uns selber, bei unserem Thema besonders viel los. Gibt es zum Beispiel eine Jahreszeit oder einen Monat, wo auf eurem Thema besonders viel Aufmerksamkeit liegt? Gibt es bestimmte Termine oder Anlässe, wo über euer Thema diskutiert wird? Angenommen zum Beispiel, ihr setzt euch für Bildungsgerechtigkeit ein, dann ist wahrscheinlich immer das Erscheinen der PISA-Studie ein guter Zeitpunkt, um aktiv zu werden. Denn da wird dann eben in den Medien diskutiert, wie hat unser Land abgeschnitten, gab es Verbesserungen oder Verschlechterungen. Und wenn da die Aufmerksamkeit für euer Thema schon höher ist, in der Öffentlichkeit, in den Medien, bei euren Zielgruppen, dann könnt ihr das für euch nutzen. Für viele Zielgruppen gibt es auch bestimmte Zyklen, die spannend sind. Zum Beispiel, wenn ihr was für Studierende macht, ist gerade das Semester aktiv oder sind es Semesterferien? Wenn ihr was für Schülerinnen und Schüler macht, wann ist in eurem Bundesland die Ferienzeit? Und apropos Ferien, häufig gibt es auch ein Sommerloch, wo nicht so viel los ist. Vielleicht ist es bei euch ganz klassisch im Sommer, vielleicht ist aber auch ein Sommerloch bei euch eine andere Saison, wo eben nicht so viel los ist, wo ihr vielleicht keine Zeit habt, wo die öffentliche Aufmerksamkeit für das Thema nicht so groß ist. Schaut einfach mal auf euer Thema, was ihr da seht. Dann gibt es natürlich noch eure eigenen Termine. Also vielleicht habt ihr selber bestimmte Zyklen, vielleicht habt ihr selber eine Initiative für Studierende und habt immer am Anfang des Semesters ein bestimmtes Angebot. Dann ist das natürlich auch wichtig für eure langfristige Planung, immer da zu gucken, wann finden unsere Sachen statt, wann ist die Vorbereitungsphase, wann ist die Nachbereitungsphase. Wir haben in Modul 2 ja schon über die Ziele der Öffentlichkeitsarbeit gesprochen und es können eben verschiedene Sachen sein, wie zum Beispiel neue Leute zu erreichen, die bei euch mitmachen oder Aufmerksamkeit auf ein Thema zu lenken oder Fundraising zu betreiben. Und auch hier gilt in der Planung, wahrscheinlich werdet ihr verschiedene Phasen haben, wo immer eines dieser Ziele wichtiger ist als die anderen. Diese Phasen solltet ihr eben beachten, wenn ihr eure Aktion und eure Kommunikation plant. Nehmen wir mal an, ihr habt demnächst eine Aktion, die stattfinden soll. Zum Beispiel einen Workshop, den ihr anbietet. Dann könnt ihr euch überlegen, was findet denn alles vorher statt an Vorbereitung und was findet nachher als Nachbereitung statt. Also wann stehen die Rahmenbedingungen für euren Workshop fest? Wann könnt ihr anfangen, Leute einzuladen? Welche eigenen Kanäle könnt ihr nutzen und welche Kanäle von MultiplikatorInnen könnt ihr nutzen? Braucht ihr noch Fundraising für diesen Workshop oder helfende Hände, sodass ihr jetzt euch nicht nur darauf konzentrieren müsst, Besucherinnen und Besucher zum Workshop zu bringen, sondern auch noch Leute zu finden, die mithelfen? Und nach dem Workshop könnt ihr schauen, wie könnt ihr jetzt den Workshop trotzdem noch für eure Öffentlichkeitsarbeit nutzen, auch wenn jetzt dieses Hauptziel, Leute dahin zu bringen, schon hoffentlich erfolgreich erledigt ist, könnt ihr zum Beispiel über die Ergebnisse des Workshops sprechen, könnt ihr über eure Learnings sprechen, damit eben dieses Thema, diese Initiative bietet Workshops an, in den Köpfen der Leute hängen bleibt und ihr dann zum Beispiel, wenn ihr den nächsten Workshop anbietet, dann wieder bei der Vorbereitung einen kleinen Vorsprung habt, weil ihr eben jetzt aus den Erfahrungen oder vielleicht Learnings, Fotos und so weiter vom letzten Workshop schöpfen könnt. Im Kontext von diesem Beispiel der Veranstaltungseinladung möchte ich euch nochmal klar machen, bitte unterschätzt nicht, wie viele Kontaktpunkte mit euch notwendig sind. Mit Kontaktpunkte meine ich, was sind alles Gelegenheiten, wo Menschen mit euch direkt oder indirekt in Kontakt treten. Das heißt, vielleicht lernen sie euch kennen bei einer Veranstaltung und plaudern mit euch. Vielleicht gebt ihr ihnen eine Visitenkarte oder einen Flyer. Vielleicht gehen sie auf eure Website und lesen sich da was durch. Vielleicht erzählt ihnen eine Freundin oder ein Freund von euch. Vielleicht sind sie in den sozialen Netzwerken aktiv und sehen da einen Beitrag von euch. All das wären jetzt mögliche Kontaktpunkte. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Veranstaltungseinladung habt, dann macht bitte, bitte nicht den Fehler, das nur einmal irgendwo zu posten und zu denken, dass jetzt alle Bescheid wissen und alle sich den Termin im Kalender markieren. Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass jemand nur ein einziges Mal von eurer Workshop-Einladung hört und dann sofort sagt, alles klar,
ich trage mir das in meinen Kalender ein, ich komme, sondern wahrscheinlich werdet ihr die Leute öfter einladen müssen und auf verschiedenen Kanälen einladen müssen. Also bitte nicht den Fehler machen, euch jetzt nur auf die Planung der Aktion zu kommunizieren und die Kommunikation beiseite zu lassen, weil ihr denkt, ja, ja, wir haben das ja einmal bei Social Media gepostet oder ja, ja, wir haben das ja einmal über unseren E-Mail-Verteiler geschickt. Ihr braucht leider viele, viele Kontaktpunkte, bis Menschen sich dazu entscheiden, zum Beispiel zum Workshop zu kommen oder auch sowas wie bei euch mitzumachen, euch zu kontaktieren, zum Infoabend zu kommen, für euch zu spenden. Ihr braucht immer ziemlich viele Kontaktpunkte. Bei den einzelnen Kommunikationsmaßnahmen, also zum Beispiel sowas wie eine E-Mail, die wir an unseren Verteiler schicken oder einen Flyer, den wir gestalten, drucken und verteilen, gehört natürlich auch immer Vor- und Nachbereitungszeit dazu. Auch hier gilt, dass ihr diese Zeit leider nicht unterschätzen dürft. Sonst kann es nämlich zum Beispiel passieren, dass sich Fehler einschleichen, dass sich zum Beispiel die Uhrzeit des Workshops geändert hat, aber jetzt steht es noch in der alten Uhrzeit auf dem Flyer, der gerade im Druck ist. Oder dass es widersprüchliche Informationen gibt. Auf der Website steht das, auf Social Media steht das. Was soll ich denn jetzt glauben? Und der Worst Case wäre, dass eure Kommunikation einfach zu spät stattfindet. Also zum Beispiel ein Team von euch konzentriert sich darauf, einen Workshop zu planen, vergisst aber dem Kommunikationsteam Bescheid zu sagen und die haben dann gar keine Gelegenheit mehr, Leute einzuladen und so floppt dann die Aktion. Zu der Vor- und Nachbereitung von Kommunikationsmaßnahmen gehören natürlich Recherche und Ideenfindung, aber auch Absprachen und Korrekturschleifen. Ihr kennt ja sicher den Begriff des Vier-Augen-Prinzips und das ist auch bei Kommunikationsmaßnahmen eine gute Idee. Nicht nur für sowas wie Tippfehler, die man vielleicht selber übersehen hat, sondern auch um zum Beispiel zu gucken, ist der Wiedererkennungswert gegeben? Passt dieser Ton zu uns und diese Bildsprache zu uns? Sind die inhaltlichen Sachen alle richtig? Für sowas ist es wirklich immer gut, wenn ihr Korrekturschleifen einplant, bevor ihr etwas veröffentlicht. Für manche Sachen müsst ihr auch einfach Produktionszeit einkalkulieren. Also wenn ihr zum Beispiel ein Video drehen wollt, dann muss das erst geschnitten werden und bearbeitet werden. Oder eben wenn ihr zum Beispiel Printprodukte in den Druck gebt. Ihr solltet also auch dafür immer Zeit und Puffer einplanen und eben rund um eure Aktionen herum diese Zeit für Vor- und Nachbereitung der Kommunikation einplanen. Und zu guter Letzt möchte ich euch noch den Tipp mitgeben. Vielleicht seid ihr schon so eine große Gruppe geworden, dass ihr Untergruppen gebildet habt oder AGs, die sich eben um bestimmte Sachen kümmern. Und manchmal passiert es dann, dass man die Öffentlichkeitsarbeit bei der Planung außer Acht lässt und dann geht man eben erst später, wenn die Planung schon abgeschlossen ist, zum Öffentlichkeitsarbeitsteam, gibt denen irgendwelche Infos und sagt, hey, könnt ihr das bitte für uns posten und Leute einladen zu unserem Workshop. Das kann funktionieren, besser ist es aber, wenn ihr das Öffentlichkeitsarbeitsteam oder die Person, die für Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, von Anfang an in eure Planung mit einbaut, weil die euch vielleicht noch Infos entlockt, die sie braucht für ihre Kommunikation oder euch Hinweise gibt, wie ihr eure Sachen besser an eure Zielgruppen bringt.